Wir stehen direkt vor dem Anfang einer großen Hitzewelle in Deutschland und wichtig ist, dass wir wissen, dass das Klima eine sehr praktische Herausforderung sein wird für die Tiere in unserem Land, für die Menschen, für die es sehr gefährlich ist, natürlich aber auch für die Pflanzen. Und mein Ministerium unterstützt die Städte intensiv bei der Anpassung im Klimawandel. Das eine ist die Frage der Städtebauförderung. Da haben wir entschieden, dass Klimaanpassung die Grundvoraussetzung ist, um Städtebauförderung Mittel zu bekommen. Das zweite ist ganz konkret heute hier zu erleben. Wir sind in einem historischen Park der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Und Politiker, die denken manchmal in 4 Jahren, manchmal auch in 10 Jahren. Aber Gärtner, die denken in Jahrzehnten, wenn nicht gar in Jahrhunderten. Und diese historischen Parkanlagen sind natürlich auch ein Spiegel des Klimawandels. Und deswegen werden wir heute ganz konkret sehen, was der Klimawandel mit den historischen Parkanlagen macht. Und hier setzt mein Haus an. Wir helfen ganz konkret, indem wir ein Programm auflegen, was Kommunen hilft, sich an den Städtewandel anzupassen, insbesondere im Bereich ihrer Grünanlagen, der Parkanlagen. Aber auch brauchen wir mehr Wasser in der Stadt, Wasser zum Speichern, aber auch Wasser zum Kühlen. Denn sowohl Bäume als auch Wasser führen dazu, dass die Temperaturen in unseren Städten angenehmer werden. Und das wird eine der großen Herausforderungen. Ja, braucht es auch für Privatpersonen finanzielle Anreize, um Gebäude klimafreundlich zu gestalten in der Stadt, zum Beispiel sowas wie Dachbegrünung? Also es gibt eine große Sanierungswelle, die unterstützt wird durch Mittel auch der Bundesförderung. Das ist ganz wichtig. Des Weiteren müssen wir natürlich auch das Potenzial von Gebäuden für die Produktion von erneuerbaren Energien nutzen. Hier zum Beispiel die Solardachpflicht. Und wir unterstützen auch den Holzbau, weil das die Möglichkeit schafft, den Klima-Output des Gebäudesektors deutlich zu verbessern, indem wir zum Beispiel mit Holz bauen, das CO2 speichert. Städte wie Freiburg im Breisgau haben enormen Bevölkerungszuwachs. Wie schafft Politik bezahlbaren Wohnraum und klimafreundliches Bauen unter einen Hut zu bekommen? Ich war vor kurzem im Breisgau, es war unglaublich warm, es war ein richtig heißer Tag und habe da mit dem Oberbürgermeister Horn ein neues Quartier angeschaut, was zu weiten Teilen auch in Holz gebaut wurde und was vor allen Dingen unsere neue Bundesförderung für den sozialen Wohnungsbau in Anspruch nimmt. Wir erhöhen die Mittel deutlich für den sozialen Wohnungsbau und in diesem Jahr konnte ich 1 Milliarde zusätzlich an die Länder geben, gerade für ökologische Aspekte im sozialen Wohnungsbau. Danke. Wie soll denn die klimagerechte Stadt der Zukunft konkret aussehen? Machen Sie es gerne mal. Sie hatten es, glaube ich, heute Morgen im Interview gesagt, es wird nicht mehr so viele Parkplätze geben. Es muss eine Entsiegelung der Stadt vor sich gehen. Können Sie das nochmal beschreiben? Also wir müssen zum einen, wenn wir die Städte anschauen, Frischluftschneisen einplanen. Wir brauchen mehr Wasser in den Städten, wir brauchen mehr Grün. Grünfassaden zum Beispiel sind ganz wichtig oder auch grüne Dächer, die können großen Beitrag leisten. Und natürlich ist es ziemlich verschenkte Fläche, wenn man einfach nur einen Parkplatz hat für ein Auto, was dann da steht, sondern wir brauchen da Multifunktionalität. Auf der gleichen Fläche kann man unten parken, oben kann man nochmal eine Etage Verkaufsmöglichkeit haben, darüber 3 Etagen wohnen. Das ist dann eine bessere Nutzung der Fläche in der Stadt. Aber wie soll das genau passieren? Die Straßen sind ja jetzt gebaut. Also es gibt zum einen natürlich eine Bestrebung, die wir ganz stark machen, und zwar Umbau. Wir haben ganz viele Parkhäuser, wir haben Büroflächen, die nicht mehr gebraucht werden. Da unterstützen wir die Architekten dabei, dass diese umgebaut werden, zum Beispiel zu den ganz dringend benötigten Wohnungen. Dann brauchen wir Entsiegelung, und durch das Programm Anpassung der Städte an den Klimawandel fördern wir zum Beispiel auch ganz konkret die Entsiegelung.